Große Veranstaltungen gibt es ja zurzeit nicht und wahrscheinlich auch für die nächsten Wochen zumindest erstmal nicht. Da gibt es ein Problem, denn Hauptversammlungen dürfen damit dann auch nicht stattfinden. Und da werden ja dann auch die Dividenden beschlossen. Zugeschaltet ist mir jetzt Ulrich W. Hanke, Börsenstratege von börsianer.info. Wie sieht das aus? Müssen wir jetzt auf Dividenden komplett verzichten? Ja, Gott sei Dank nicht, denn die Bundesregierung hat relativ schnell reagiert. Federführend das Justizministerium, SPD geführt, hat eine Online-Version zur Verfügung gestellt. Also man kann jetzt man muss jetzt nicht mehr präsent sein auf der Hauptversammlung. Also eine Online-Hauptversammlung ist möglich. Es ist ein sogenanntes Notfallgesetz, was erstmal nur für dieses Jahr gelten soll, könnte eventuell auch noch für nächstes Jahr gelten. Und das führt dazu, dass man eben das Ganze online machen kann, hat aber noch ein paar andere Seiten, nämlich auch, dass man so eine Hauptversammlung viel schneller einberufen kann, nämlich jetzt innerhalb von 21 Tagen, vorher waren es 30 Tage, und dass man die Hauptversammlung auch innerhalb eines gesamten Jahres abhalten kann und nicht in den ersten 8 Monaten, wie das vorher der Fall war. Und das, denke ich, ein sehr guter Schritt. Und umso erstaunlicher, weil hier die Bundesregierung etwas auch im Prinzip für die Aktionäre getan hat. Und das auch noch in einem SPD-geführten Ministerium. Denken wir ans Finanzministerium, auch SPD geführt. Ja, da hat man ja die Finanztransaktionssteuer einführen wollen. Oder will das immer noch? Und da war man bisher nicht so wohlgewollt den Aktionären gegenüber. Aber haben Aktionäre dann nicht doch Nachteile? Weil eigentlich gibt es diese Hauptversammlungen ja auch, dass Aktionäre kommentieren können, Fragen stellen können an den Vorstand. Das fällt ja jetzt erstmal weg. Genau, das sind so auch ein Stück weit natürlich die Kritikpunkte der Aktionärsschützer auch. Denn normalerweise wird ja sehr lange auch auf Hauptversammlungen geredet. Das soll auch noch möglich sein, aber dann eben, indem man seine Frage vorher einreicht. Ich würde das Ganze aber alles nicht allzu kritisch sehen, denn letztlich ist es ein Notfallgesetz und es gilt eben auch nur erstmal für dieses Jahr, vielleicht noch für nächstes Jahr. Und dann sieht die Sache schon wieder anders aus und dann wird man vielleicht zum alten Format zurückkehren. Aber im Moment bleibt uns, glaube ich, auch gar keine andere Wahl. Bei einer Hauptversammlung normalerweise müssen ja Aktionäre zum Beispiel der Dividendenausschüttung zustimmen. Wie läuft das ja dann in Zukunft, wenn es nur noch online stattfindet? Ja, das wird dann eben auch praktisch per Online-Abstimmung so sein. Das Schöne ist, oder ich würde es eben positiv sehen, solche Online-Veranstaltungen, weil man dann eben auch die Dividende, sage ich mal, zeitnah bekommt. Wenn jetzt die Hauptversammlungen so lange verschoben werden, bis sich wieder 1.000 und mehr Leute versammeln dürfen, dann könnte das sich sehr weit nach hinten ziehen. Und man sieht es ja auch daran, wie die Unternehmen jetzt reagiert hat. Daimler zum Beispiel war sehr früh dran, hatte die Hauptversammlung für den 1. April geplant, hat sie erstmal verschoben auf den Anfang Juli. Ob man die dann wirklich da durchführen kann in dem gewohnten Format, ist wirklich immer noch fraglich, denke ich. BMW ein bisschen später dran, setzt jetzt direkt auf diese Online-Möglichkeit, die die Bundesregierung geschaffen hat. Allianz beispielsweise auch. Normalerweise wird die Dividende ja immer einen Tag nach der Hauptversammlung gezahlt. Wird das dann in Zukunft so sein, dass es dann einen Tag nach der Online-Hauptversammlung stattfindet? Ja, das wird, denke ich, auch die Regel sein. Das ist vor allen Dingen etwas, was wir so aus Deutschland kennen. In anderen Ländern ist es übrigens auch so, dass teilweise solche Online-Veranstaltungen ohne Notfallgesetz durchführbar sind. Und in den USA zum Beispiel wird ja auch quartalsweise die Dividende ausgeschüttet. Also dieses einen Tag nach der Hauptversammlung, da wird ja die Aktie dann auch immer ohne die Dividende gehandelt, der klassische Ex-Tag. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen auch in Deutschland haben und das wird dann auch weiterhin so sein und das halte ich eben auch für einen großen Vorteil, denn viele Anleger setzen nun mal auf diese Ausschüttung, auch wenn sie vielleicht gar keine Einzeltitel haben, aber eben in Fonds investieren, die ausschütten, dann erwarten sie immer diese vermeintliche Zinszahlung, die ja im Prinzip eine Dividende gar nicht ist. Sie sprechen das ja an. Also viele Anleger kalkulieren ja praktisch mit dieser Dividende und das ist auch mit ein Grund, warum sie vielleicht in dem Titel auch drin sind. Wenn jetzt aber durch die Krise viele Unternehmen sagen,
wir können gar keine Dividende zahlen. Ist das vielleicht gar kein Kriterium mehr, um jetzt so eine Aktie auszuwählen momentan? Ja, da zeigt sich ganz klar, dass die Dividende nicht in Stein gemeißelt ist. Sie ist kein neuer Zins oder ein Ersatz für den Zins, der ja weggefallen ist. Jetzt umso mehr, wo die Notenbanken ja auch nochmal reagiert haben, insbesondere auch die US-Notenbank Fed, die ja diesen Korridor hat von 0 bis 0,25 als Leitzins. Das ist ja auch praktisch nichts wie bei der EZB. Übrigens im Umkehrschluss ist das ganz toll langfristig betrachtet für Anleger, denn so eine lockere Geldpolitik, wenn dann mal die Panik und die Corona-Krise vorbei sind, schiebt die Aktienkurse ja auch immer an. Aber Anleger sollten sich nie auf die Dividende konzentrieren. Warum? Oder spezieller gesagt auch auf die klassische Dividendenrendite, also so den Anteil in Prozent ausgedrückt, die Dividende ausmacht vom Aktienkurs, also Aktienkurs ins Verhältnis gesetzt mit der Dividende. Denn das kann sich immer verschieben und wir sehen das ja aktuell gerade. Viele von den Unternehmen, die noch nicht die Dividende gestrichen haben, die haben eine sehr hohe Dividendenrendite, die wirken erstmal sehr attraktiv, die wirken aber nur deshalb attraktiv, weil eben der Aktienkurs so stark gesunken ist und nicht, weil die Dividende stark gestiegen ist. Das ist eine ganz klassische Bruchrechnung und da kann sich eben Zähler und Nenner verändern und dann verschiebt sich das Verhältnis. Da sollte man nie drauf achten und oder ganz wenig machen aber viele Privatanleger, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, aber es ist kein Kriterium. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die Top-Investoren der Welt investieren, die Börsenstars, ich habe zu dem Thema ja ein Buch geschrieben, dann sieht man ganz klar, die Hälfte der Börsenstars interessiert die Dividende überhaupt nicht und die andere Hälfte schaut sehr rudimentär darauf. Ich kann das mal kurz zeigen hier. Vielleicht können wir das dann auch noch einblenden. Und zwar ist das so, nehmen wir den bekanntesten, das ist der Warren Buffett. Dem ist es viel lieber, wenn das Unternehmen keinen Teil seines Gewinns ausschüttet, sondern reinvestiert, weil das Unternehmen damit viel mehr anfangen kann, als wenn es eben an die Anteilseigner einen Teil davon abgibt. Dann haben wir einen Benjamin Graham, der der Lehrmeister war von Warren Buffett. Der wollte einfach nur eine ununterbrochene Dividende haben über 20 Jahre lang. Musste aber nicht steigen, also kein Dividendenaristokrat sein, einfach nur kontinuierlich ein bisschen Gewinn ausgeschüttet. Dann haben wir noch ein, zwei andere, da musste ich auch nochmal schnell spicken, Treeman, Lynch und Neff, die einfach nur eine überdurchschnittliche Dividendenrendite haben möchten. Ein O'Neill, der schaut nochmal auf Aktienrückkäufe, die im Prinzip ja auch nichts anderes sind als ein Goodie, wenn man so will, für die Aktionäre. Und dann haben wir eben Michael O'Higgins. Und wenn wir über das Thema reden, müssen wir ganz stark über Michael O'Higgins reden und die Dogs of the Dow. Jetzt gibt es auch noch eine gesellschaftliche Diskussion, nämlich dass zum Beispiel Autobauer Milliardengewinne in der Vergangenheit gemacht haben, jetzt auf Kurzarbeit setzen, aber trotzdem eine Dividende an Aktionäre zahlen. Wie ist da Ihre Meinung? Müssen die Aktionäre unbedingt eine Dividende bekommen oder müssen in Krisenzeiten da vielleicht, muss es dann Umdenken geben? Also ich kann das verstehen. Das ist natürlich ein Stück weit, klingt das erstmal moralisch verwerflich. Dafür muss man natürlich aber auch im Hinterkopf behalten, dass die Dividende, die jetzt im Jahr 2020 gezahlt wird, die Dividende ist oder der Teil des Gewinns, der ausgeschüttet wurde, der 2019 erzielt wurde. Das sollte man, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Also ich kann die Kritik durchaus verstehen, aber das sollte man dazu wissen. Und ich wollte noch zu dem Vorangehenden was sagen, zu dem Michael O'Higgins und den Dogs. Weil wer nicht so tief im Thema drinsteckt, dem ist das, glaube ich, noch nicht so klar, diese Strategie, diese klassische Dividendenstrategie, so wird es ja oft in Deutschland genannt, in Amerika gibt es diesen Begriff nicht, hat eigentlich gar nichts mit der Höhe der Dividende zu tun in dem Sinne. Das heißt ja auch eben Dogs of the Dow, Dogs im übertragenen Sinne, Hunde, sind solche schlechten Werte, also Aktien, die zuletzt sehr stark verloren haben. Und das ist ja das, was man jetzt gerade sieht. Die haben dann eben, weil der Kurs so niedrig ist, eine hohe Dividendenrendite. Und diese Aktien hat Michael O'Higgins ausgesucht, die 10 besten davon, also mit der höchsten Dividendenrendite, weil die in der Regel im nächsten Jahr besonders gut abgeschnitten haben.
So ist das beim Dow Jones. Das sollte man nicht eins zu eins beispielsweise auf den DAX runterbrechen, so wie man das mit dem DIF-DAX, da gibt es einen speziellen DAX für, wie man das mit dem DIF-DAX probiert hat. Das funktioniert aber nicht wirklich. Das liegt daran, dass in Amerika die Aktien sehr liquide sind und auch zum Beispiel alle im Dow Jones auch Dividende zahlen und, und. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass man, wenn man auf die Dividende schaut, die Dividendenrendite oder auch auf diese Strategie, dass es nicht darum geht, dass ein Unternehmen sehr hohe Dividende ausschüttet. Und selbst wenn ein Unternehmen eine hohe Dividende ausschüttet, dann heißt das noch lange nicht, dass es besonders viel Gewinn macht. Also die Deutsche Telekom zum Beispiel war lange Zeit ein Titel, der praktisch Dividende oder einen Teil des Gewinns ausgeschüttet hat aus der Substanz. Also man hat gar nicht den Gewinn erzielt, den man da ausgeschüttet hat. Andere Unternehmen erhöhen Jahr für Jahr einfach um 10 Cent beispielsweise die Dividende. Die BASF war da so ein klassischer Fall für. Egal, wie sich der Gewinn entwickelt hat, ob er gefallen ist, stagniert hat oder gar gestiegen ist. Und deswegen halte ich es für unheimlich wichtig, auf den Gewinn zu achten, wie das auch die meisten der erfolgreichen Anleger machen, der Börsenstars. Die achten viel mehr auf den Gewinn als auf einen Teil davon, der ausgeschüttet wird. Da muss man dann noch ganz andere Faktoren dazu betrachten, wie ist die Ausschüttungsquote und, und. Also lieber auf den Gewinn schauen und da explizit auch auf die Entwicklung der letzten Jahre, und zwar den Gewinn je Aktie, nicht absolut betrachtet, und auch bitte nicht auf das KGV schauen. Noch zum Abschluss Ihre Einschätzung. Werden wir denn sehen, dass viele jetzt die Dividende streichen werden? Ja, also wir haben es ja schon bei ein paar Werten gesehen. Ich denke, es kommen noch einige dazu. Also bei Lufthansa ist es ja selbst erklärt, wenn man so will, wenn die Flugzeuge auf dem Boden stehen. Wohlgemerkt geht es aber natürlich trotzdem um die Dividende für letztes Jahr. Aber man braucht natürlich auch die Liquidität oder man will die vorhalten. Man weiß ja auch noch nicht so genau, wie schlimm das Ganze noch wird. Ich glaube, es noch viele dazukommen. Wir haben ja auch schon eine ganze Reihe. Mir fällt jetzt spontan noch Puma ein. Hugo Boss war jetzt kürzlich erst. Andere reduzieren die Dividende. Andere stellen ihre Aktienrückkäufe hinten an, setzen die aus, was ja auch nichts anderes ist, wie dass man ein Stück des Gewinns dafür verwendet, eben die Aktionäre besser zu stellen, wenn es weniger Aktien dann zur freien Verfügung gibt. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat ja schon mal ausgerechnet, dass DAX, MDAX und SDAX-Unternehmen, die 160 Unternehmen, dass die etwa 44 Milliarden jetzt ausschütten werden. Das wäre im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 14%. Und der Stand ist dafür der 31.3. Ich denke, dass sich das nochmal deutlich nach unten reduzieren wird. Und wichtig ist aber auch zu verstehen, dass es natürlich eine Ausnahmesituation ist und dass wir sicherlich auch wieder bessere Zeiten sehen werden. Sagt der Börsenstratege Ulrich Wehanke von börsianer.info. Vielen Dank für die Einblicke in die Dividendenwelt. Bleiben Sie gesund und alles Gute. Danke Ihnen.